Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier bei der Schlacht von Theben angekommen. Ne? Die Schlacht, die haben wir eigentlich schon, die haben wir eigentlich schon hinter uns und hier blinkt gerade was. So, genau, wir haben unsere Punkte, die wir noch hier verteilen können. Ich würde mal sagen, das ist aber alles viel zu teuer. Kavallerie-Schwertkämpfer. Ja, warum? Nee, nicht Gesundheit, oder? Nee, nicht die Gesundheit. Mach mal, dass die ein bisschen mehr aushalten. So. Das ist doch schon mal ganz gut. Genau, wir hatten beim letzten Mal hier dieses Dorf erobert. Und genau, da piepst der Vogel uns an. Für Ruhm und Ehre, ganz genau, Leute. Allerdings merke ich gerade, dass die... Eure Befehle? Wohin soll ich gehen? Die Musik gerade noch ein bisschen zu laut ist, ja. Ja, ich muss das alles noch mal ein bisschen einstellen, jetzt mit dem neuen Aufnahmetool. Macht ihr so. Okay, so sollte das passen, Leute. Erstaunlich. Erstaunlich, ja, richtig. Finde ich auch. Gut, Leute, wir haben hier unser Dorf. Würde ich mal sagen. Jo, oh, da steht sogar noch ein Fahrlang rum. Eure Befehle? Jo, keine Ahnung. Ja gut, na dann. Reiter auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall hier noch einen Reiter. Zwei Stück von jedem am besten. So, Bogenschützen. Nehmen wir klassische mit. Und hier nehmen wir nochmal Fahrlangen mit. So, Leute. Würde ich sagen, warten wir die Einheitenproduktion jetzt noch ab. Wir sind hier auf Kreuzzug mit unserem König Alexander. Schaut euch den mal an. Mit Pappgesicht. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber es ist halt so, Leute. Was will man da machen? Es ist halt ein älteres Spiel und ja, kann man nichts dran machen. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht hier. Mir geht es nämlich sehr gut. Ich nehme das Ganze an einem Montagnachmittag auf, weil ich wollte nicht länger warten mit dem Ausprobieren von dem neuen Aufnahmetool. Das ist nämlich das AMD Relive. Damit nehme ich das Spiel jetzt auf und ich hoffe mal, dass das qualitätsmäßig noch ein paar Fortschritte bringt. Alles klar, dann würde ich sagen, der Bogenschütze noch und der Reiter noch hier. So, dann würde ich sagen, haben wir es wieder. Wir haben 69 von 69 Einheiten. Das heißt, dann kommt ihr mal bitte mit. Kommt mal mit hier hin. Und dann werde ich euch mal ein bisschen upgraden. So, die Bogenschützen können mal ein bisschen mehr aushalten, wollte ich gerade sagen. Die sind voll. Was wollt ihr? Schon klar. Wir haben kein Gold, Leute. Wir haben wieder einen Goldengpass. Mensch, Mensch, Mensch. Streitwagen, Bogenschütze. Nee, auch nicht. Die normalen Reiter. Aus Mittel Gold. Die brauchen alles Gold. Warum brauchen die alle Gold? Verdammt nochmal. So, dann machen wir die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht hier. Und was ist das denn hier? Ja, das kann weg. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter hier unten nach... Moment. Nach Athen. Genau, Leute. Ja, das kann ja jetzt lustig werden. Das kann ja jetzt lustig werden. Ach du Scheiße. Das geht schon gut los hier. Sind die aufgewertet? Die sind nicht aufgewertet, zum Glück. Nein. So, Leute. Schlacht von Athen. Zack. Weg mit den Steinschleudern. Och, Alexander muss nun auf den Erhalt seines Lehrmeisters verzichten. Das Rückgrat von Athens Armee ist gebrochen. Die Volksversammlung von Athen will einen Waffenstillstand. Auch hat die Volksversammlung Gold und Eisen als Tribut gezahlt. Von dem brillanten jungen König Mazedoniens bedroht, führt Sparta jetzt ebenfalls Krieg. Soldaten Spartas marschieren auf Alexanders Hauptstadt zu. Ah, war klar, dass die Spartaner nochmal einmal eingreifen müssen hier, ne? So, ich hätte vielleicht ein paar Türme bauen sollen, ich Idiot, ne? Moment, haben wir hier irgendeinen Bürger? Was ist das für einer? Nee. Bürger? Komm mal her. Ich hätte vielleicht ein paar Türme bauen sollen, ne? Oh, Mann. Ja, gut. Egal. das kriegen wir ja noch hin. So, Kavallerie, Schwertkämpfer. Können wir hier irgendwas machen? Können wir nicht. Dann ist egal. Leute,
Ich brauche euch. Ihr müsst Türme bauen. Baut mal Türme. Los. Ihr müsst ziemlich schnell jetzt sein hier mit den Türmen. Wir müssen uns verteidigen. Ja, Aristoteles ist gestorben tatsächlich da. Ja, es tut mir leid. Aber ja. Gut, Leute. Besiegen Sie die Spartaner, schützen Sie bei dem mazedonischen Palast. Ja. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir nochmal hier die drei Türme aufzubauen, bevor es zu spät ist. Und die können die ja mal ein bisschen abfangen hier, ne? Ich weiß ja nicht, wo die herlaufen. Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. Ja, wir sind jetzt bei James Bond gelandet tatsächlich. Wohin soll ich gehen? Da sind sie schon. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ramböcke. Oh, das sind viele. Das sind viele, Leute. Ja, ich weiß. Wo ist mein... Alexander! Um Gottes Willen! Was macht der denn schon wieder, der blöde Alexander, Mann? Wirklich. Der blöde Alexander, ey. Mensch. Ach du Heilige, das sind aber ganz schön viele Spartaner hier. Okay, dann lenkt die ab. Komm, dann. Dann lenkt die ab. Ich hab's noch so. Ich hab so ein paar bisschen Erfahrung sammeln können in, ja, in, sagen wir mal, Skirmish-Matches. Und mach die Steinschleuder kaputt. Los. Mach schneller kaputt, ihr. Mach die Scheiße kaputt. So. Wer kämpft denn hier? Ah, hier, du. Du Reiter, okay. Alles klar, die Bürger sind tot. Ach du Scheiße! Okay, Leute, das ist zu viel. Shit, das ist zu viel. Gut, dann werde ich das leider nochmal laden müssen, bevor ich die letzten da angreife. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gut. Was haben wir hier gemacht? Wir hatten, dass die Reiter ein bisschen mehr aushalten, ne? Kavallerie, Trefferpunkte, genau hier, so, zack. Gut, ich muss mich mehr vorbereiten. Alles klar, dann weiß ich da Bescheid. Gut, bauen wir vier Bürger. Dann einen Reiter von jedem und dann mach nochmal hier, ja komm, machen wir nochmal drei Bogenschützen und drei Phalangen. So, Leute, wir müssen Türme aufbauen, das ist so heftig. Tatsächlich, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen die Bürger, die da jetzt rauskommen, können direkt arbeiten gehen. So sieht's aus. Wir brauchen Türme. Wir brauchen viele Türme. So. Ja, vier Stück nur haben wir. Vier Stück haben wir nur. Aber das sollte passen, soweit. Müssen wir aber auch darauf achten, dass wir hier unten nicht so viel verlieren. Ne? Ja, gut. Okay, Leute. Ich sag mal, 7 Minuten jetzt eurer Zeit für die Cuts. Aber ich denke, das sollte so passen jetzt mit der Unterstützung hier. Weil die machen doch relativ guten, großen Schaden, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Guck mal, 90 Schaden. Das ist schon nicht schlecht, ganz ehrlich. Und ihr habt gesehen, die kommen da mit Ranböcken angeschissen. Ne? Das ist irgendwie... bisschen krass, ja. Die kommen da tatsächlich schon mit Ranböcken angeschissen. Verstehe ich. Gut, kommt da jetzt noch einer raus? Nein, okay, sehr gut. Dann kommt mal bitte hierzu. Zur Kavallerie, genau. Und hier. Wohin soll ich gehen? Phalanx. Gibt es hier ein Krankenhaus? Hier ist natürlich alles außer ein Krankenhaus, ne? Das ist wieder so typisch. Aber ja, gut, Leute. Wir müssen Türme bauen. Vier Stück. Die sollten reichen, glaube ich. Denke ich mal. Die sollten definitiv reichen, alles klar. Ja, cool. Ja, das eben war ja ein Fail, ne? Keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Aber ja. Gut, Leute. Der ist gleich fertig. Dann können die Steine sammeln. Dann können die direkt Steine sammeln. Und würde ich sagen, das hier ist Team 1, außer die Könige. Moment. Moment. Die Könige hier. Der hier und... Der da hinten, Alexander, genau. Wo ist der? Komm schon, Alexander, du. Du großer... Was wollt ihr wieder? Der Unfreundliche. Der Unfreundliche. So, geht das jetzt hier?
So passt das. So, sehr gut. Dann kommt mal alle runter hier. Los. Du siehst den Sieg voraus. Ja, das sehe ich auch. Alles klar, dann wenn die genug Steine gesammelt haben, bauen die weitere Türme auf, bitte. Allerdings wird das nicht reichen, fürchte ich. Na, da dachte ich gerade eben schon, die Mission wäre schneller vorbei als gedacht. Aber dann kamen hier die Spartaner nochmal an und dann, ja. So, Könige, bleibt mal bitte da raus, ja. Beziehungsweise, Moment, der hier, der Aristoteles, der kann doch helfen, oder? Was wollte? Ja, aber der muss nicht helfen. Geht schon so. Ja. Alles klar, Leute. Von Athens Armee ist gebrochen. So. Die Volksversammlung von Athen will einen Waffenstillstand. Auch hat die Volksversammlung Gold und Eisen als Tribut gezahlt. Jo, hatten wir ja eben schon. Den brillanten jungen König Mazedoniens bedroht, führt Sparta jetzt ebenfalls Krieg. Soldaten Spartas marschieren auf Alexanders Hauptstadt zu. So, habt ihr genug Stein? Nee, habt ihr leider nicht. Okay, schade. Leute, dann haben wir vier Türme. Verteidigen Sie Spartaner. Ja, okay. Leute, wir müssen sofort zurück. Wir haben keine Kohle. Doch, wir hätten Kohle für ein Krankenhaus, aber wir müssen Einheiten bauen. Ganz so schnell, wie es geht. So, Leute, noch mehr Reiter, bitte. Einfach nur schon mal in die Warteschlange stellen, damit da immer Nachschub kommt. Genau, vielleicht kann ich ja jetzt mal den Aristoteles retten. Ah, schaut. Ja, okay, Leute. Okay, okay, ich verstehe. Dann geht ihr mal vor die Türme. Was wollt ihr? Genau, und der kann mal direkt mal Malaria verteilen, jetzt gleich. Der Aristoteles. Nein, das war... Verdammt. Verdammt. Egal, Leute. Die kommen. Sie kommen, alles klar. Okay, Leute, dann... Dann macht die kaputt, los. Macht die ganzen Spartaner hier kaputt. Macht die kaputt. Ja, ist okay. Und zack. Nix da, nix da, nix da, nix da, nix da, nix da. Blöder Rambock. So. Was macht der denn da oben? Der ist ja witzig. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, sieht das ein bisschen besser aus tatsächlich hier. Und ihr macht mal bitte den Rambock da hinten im Arsch. Das sind noch... Da sind Steinschleudern, oh mein Gott. Ja, wir müssen aber erstmal den Rambock da kaputt machen. Das ist so, dann macht die kaputt. Los. Macht die blöden Steinschleudern weg. Und... da kommen die Nächsten. Ja, okay, Leute. Da kommen die Nächsten. Wir haben Türme hier stehen, Leute. Wir haben Türme hier stehen. Ich baue noch Reiter. Und Bogenschützen. Dann müsste das passen jetzt endlich. So, genau, Leute. Wo ist der Aristoteles? Der Aristoteles ist hier. Der wird da verfolgt. Das ist nicht so doll. Schade. Leute. Alexander muss nun auf den Rat seines Was zur Hölle? Bürger, wehrt euch mal. Seht ihr das mal? Die Bürger, die können sich selber wehren. Das ist geil. Alles klar, dann haben wir die ja... Dann haben wir die ja jetzt geschlagen hier. Ne? Das sind noch zwei Stück. Und da ist noch das Rammbückchen da. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Weil... Schaut euch das Ding an. Hier. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Wir haben's. Leute, wir haben's. Sehr gut. Sparta, Athen und Theben wurden von Alexanders Armeen besiegt. Griechenland Sehr gut. ist unter der Herrschaft Mazedoniens. Doch größere Eroberungen warten. Bald wird alle Welt den Namen Alexander der Große kennen. Oh ja, so sieht's aus, Leute. Alexander der Große. So, das war Mission 5. Tatsächlich, ja, das war Mission 5. Und wir haben es tatsächlich geschafft und hier waren... Hier sind die gelandet, die Penner. Die Spartaner, ja, ja. Hätte man da vielleicht sogar direkt durch können und die dann hier abfangen können. Aber gut. Leute, wir haben es geschafft, wir haben gewonnen. Und ja, dann würde ich mal sagen, speichern wir das Ding erstmal unter Griechen. Nicht, dass das dann wieder abstürzt, das Spiel, und der Fortschritt verloren geht.
Und dann schwingsten wir mal in die nächste Mission rein. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo. Nimmt der noch auf hier? Ja, ja, der nimmt auf. Sehr gut, alles klar. Spielübersicht verlassen. Gut. Ein Eroberer ist geboren. Mission. Das war sogar schon Mission 6. Vorletzte Mission der Griechenkampagne. So schnell. Okay, dann hören wir mal dem schönen Erzähler zu. Dem coolen. Das Schlachtross scheute unter seinem Reiter, als spürte es die Gefahr durch die feindlichen Truppen jenseits des Flusses. Alexander beruhigte es mit fester Hand und leiser Stimme. An seiner Seite ritt Philotas, sein vertrauter Feldherr. Mit ihrer Armee und den erfahrenen griechischen Feldherren Kraterus und Meleager hatten sie den Hellespont überquert. Imperator Darius III. Hatte seine Verteidigung am Ufer des Flusses Granicus aufgebaut, wo seine Feldherren warteten, überzeugt, dass sie die Griechen schlagen würden. Bald würde die Schlacht beginnen. König gegen Imperator. Feldherr gegen Feldherr. Es geht um nicht weniger als um die Herrschaft über das Reich Persien. Oh ja, so sieht's aus, Leute. Krieg gegen Persien. Griechenland gegen Persien. Ja, das ist ein Eroberer geboren. Vorantike quasi. Und ja, das wird jetzt verdammt interessant. Sie müssen mindestens die halbe persische Armee ausschalten, die jenseits des Granicus wartet. Viele Schlachten warten im Laufe der Invasion auf Alexander. Da seine Truppen nicht ersetzt werden können. Oh Mann. Okay. Sollten sie jede Schlacht mit äußerster Umsicht angehen. Na, ich krieg ja immer drauf und mach dir mal, ne? Alexander, Philotas und Kraterus müssen alle überleben. Alles klar, dann gucke ich nochmal kurz die Geschichte. Persische Invasion, ja. Sehen sich immer mehr nach einer Möglichkeit, ja. Okay, die haben sich also jetzt alles zusammengetan. Okay. Dann würde ich mal sagen, jo, Cutscene. Wer war das? Wir lernen aus dem, was wir eigenen Auges sehen, sagte mir mein Lehrmeister Aristoteles. Dann, Gebieter, würde ich sagen, wir haben alles gelernt, was möglich ist, indem wir die Perser beobachteten. Vielleicht sollten wir zu unseren Leuten zurück, ehe die Chance fatal ist, das Wissen auch zu nutzen. Ha! Ihr sorgt euch zu sehr, mein Freund. Doch kommt, kehren wir zur Truppe zurück. Okay. Hi. Was gibt es Neues, Kameraden? Wie kämpfen wir gegen Persiens Armee? Die Anführer sind der Schlüssel. Sind sie nicht mehr, zerfällt die persische Armee. Es ist Zeit, unsere Truppen am Fluss einzusetzen. Ich habe das Gebiet mit Flaggen markiert. Mhm. Ist also eine Mission mit begrenzter Einheitenzahl. Oh Mann. So, wir haben Begleitkavallerie. Wir haben jede Menge Bogenschützen. Verlangen und hier natürlich mal wieder die Könige. So, können wir hier irgendwas nochmal verteilen? Bogenschützen, Fußsoldaten, tatsächlich. Ich würde mal sagen, lass die mal mehr aushalten. Gut. Leute, die waren doch hier hinter, ne? Die waren hier irgendwo. Gut, würde ich sagen, setzt euch mal alle in Bewegung hier, los. Spielgeschwindigkeit wieder so langsam, ne? So, die Könige bleiben mal bitte hier. Gut, was haben wir denn hier? Die Welt ist so... Der Angriff kann beginnen, wenn ihr wollt. Die Perser lassen sich leicht demoralisieren. Haben wir die Hälfte getötet, werden sie fliehen, ich bin ganz sicher. Okay, die Frage ist, wo sind die? Ne? Die Frage ist, wo sind die?
Kavallerie. Ah nee, falsche Richtung. Okay. Ja gut, dann. Hier haben wir unsere Könige, ne? Der gute alte Philotas. Ichtar spricht, genau. Und er hier, Kraterus. Haben die irgendwelche zusätzliche Funktionen? Nein, haben sie nicht. Oder doch, der hier, der hat einen Schlachtruf. Alles klar, das ist gut. Da muss ich die mitnehmen. In der Nähe liegt die neutrale Stadt Antioch. Vielleicht sollten wir das Krankenhaus dort requirieren, um unsere Verwundeten zu behandeln. Für Ruhm und Ehre. Was ist denn hier los? Warum sind die da hinten? Sagt mal. Okay. Na gut, dann. Nee, aber... Das... Hä? Kann man hier durch den Fluss laufen? Was soll das denn? Das ist ja jetzt geil, wirklich. Das Krankenhaus. Aber Moment, nein, eigentlich... Eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir ja hier lang, oder? Gut, dann geht mal dahin, bitte. Eigentlich müssen wir doch hier hin und nicht direkt hier rüber. Oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute, sorry. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Karte hier aufgebaut ist. Oh, ich glaube, wir müssen doch darüber. Verdammt. Wir müssen doch darüber. Es tut mir leid, Leute. Wir müssen doch darüber. Ich schicke euch hier hin und her, aber... Oh, wir können die noch weiter aufrüsten, merke ich gerade. Ja, dann mach die noch mal ein bisschen stärker. Die können auch noch mal ein bisschen mehr aushalten. Und noch mehr Reichweite und vor allem die hier auch. So, die können mal ein bisschen schneller werden. Alles klar, und dann die... Was wollt ihr? So, war das jetzt hier oder was? Die Welt ist nicht genug. Nein, nein, genau. So. Wir haben hier eine neutrale Stadt, Leute. Geht mal dahin. Geht mal dahin, bitte. Und ich weiß gar nicht, wo die jetzt hier auf uns warten. Die Perser. Okay, die Perser also. Hallo, Krankenhaus. Geht's dir gut? Geht mal dahin, bitte. Die Welt ist nicht genug, so sieht's aus. Hallo? Hier ist ja gar nichts. Okay. Ah, okay. Das für seine Schiffswerften berühmt ist. Eines Tages werden die Mazedonier dafür Verwendung haben. Ah, ja, okay. Antioch, okay. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Wir müssen doch hier irgendwo Perser finden. Das kann doch nicht angehen. Wirklich. Gut, aber vorher nochmal speichern kurz zwischen. Ja, genau. Das hätten wir erledigt. Und dann bin ich mal gespannt, wo verstecken die sich denn hier, Wo stecken die sich denn? Wo verstecken die sich denn hier? Wo sind sie? Leute, wollt ihr mich verkackeiern? Die Erde wird erbeben, genau. Wollt ihr mich denn jetzt verkackeiern? Hier ist gar niemand. Da sind sie! Was sind denn das für welche? Wurfspeerträger. Na gut, da kann ich am besten die Reiter hinschicken. Da kann ich am besten die Reiter hinschicken, ne? Die haben ja nicht umsonst hier so einen Einheitenmix gegeben. Schaut euch an, wie schnell die kaputt gehen. Okay, dann schicke ich da mal die Reiter hin, Leute. Gut. Reiter. Ah, nein! Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oder? Nee, das ist doof. Das ist... dann macht ihr mal hier, hier. Und die Reiter, die müssen mal zurück. Und die Könige auch bitte zurück. So, das haben wir geschafft. Gut, dann macht einfach mal weiter hier, los. Nein, jetzt habe ich Team 3 überschrieben, verdammt. Egal, dann die Reiter hier. Auf den... Ah, da ist der König, Leute. Alle auf den König, los. Mach den kaputt. Zack. Sehr schön, Leute. Der erste König ist weg. Die Moral der persischen Armee ist gebrochen. Sie weicht zurück. Das Feld gehört uns. Die Perser formieren sich südlich von hier bei Issos Neu. Wir müssen sie auslöschen und die Inselstadt Tyros erobern. Damit beherrschen wir ganz Palästina. Versammelt die Truppen. Es geht los.
Palästina, okay. Interessant, wir sind also ja schon ein bisschen weiter weg von Griechenland. Alles klar. Gut, Leute. Könige, bleibt mal bitte hier. Gut, die sammeln sich da neu, haben sie gesagt. Gut. Diese geile Mucke hier, ey. Können wir hier noch irgendwas? Bürgerreichweite, ja, komm. Gut. Die persische Armee muss bei Issos völlig vernichtet werden. Wo ist denn Issos? Ist das hier Issos? Dann ist das hier wohl Issos. Okay, alles klar. Dann marschiert mal dahin. Ja, viele haben wir ja nicht mehr, ne? Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. Aber gut. Wir haben alles aufgewertet, was geht. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Alles klar. Ja, dann machen wir das mal. Was ist das hier? Was ist das hier? Der Feind ist unser. Ist das hier Issus? Ah, das hier ist wahrscheinlich Issus, ne? Was ist das hier? Hallo? Hallo? Hallo hier. Nix. Was? Doch hier. Das ist doch Issus. Hä? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die Sparta, die Perser, ne? Wo sind die Perser? Hier nicht. Okay, finde ich interessant. Krankenhaus brauchen wir gar nicht. Die sind alle voll. Gut. Dann reitet mal wieder zurück. Keine Ahnung, wo die sind. Das hier ist definitiv Issus. Aber... ja, keine Ahnung, wo sie sich verstecken. So. Hier sind wir schon am Kartenrand. Krass. Ja gut, dann vielleicht hier. Vielleicht sind sie hier, Leute. Hallo? Da sind sie! Alles klar, die Reiter vor. Der Rest, der kann mal hinten bleiben. Die Könige auch bitte zurück. Da können die Reiter bitte vor. Sehr, sehr gut, weil Bogenschützen sind die perfekten Kontereinheiten für die Reiter. Gut, dann kommen jetzt die Phalangen gegen die Reiter da. Persisch, ja. Ist okay, ist in Ordnung. So, mach die kaputt. Mach die blöden Reiter kaputt. Los. So, sehr, sehr gut. Die haben wir auch geschafft. Dann müssten jetzt eigentlich noch Phalangen da sein, ne? Die Phalangen kann man ja mit dem Bogenschützen platt machen. Dann gucke ich... ja, genau. Mhm, Bogenschützen. Weg mit denen. Komplett weg mit denen, Leute. Hier, die Schlacht. Schaut euch das an. Richtig geil. Richtig geil. Ja, die kotzen wieder eine Runde. Gut. Was sind das eigentlich für Leute da? Die sehen lustig aus. Persische Unsterbliche. Okay. Sehr interessant. Oh Mann, die Könige. Die Reiter dahin. So, so. Jetzt hört doch mal auf. Wir haben die Perser bei Issos geschlagen. Jetzt auf nach Tyros. Eltaer Meleager ist schon dort und baut eine Landebrücke, damit unsere Armee die Insel angreifen kann. Prüfen wir seine Fortschritte. Gut. Also alle hier runter. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hin. Jo, Leute, wir machen hier Schritt für Schritt die Perser nieder. Alexander muss sich bei der Belagerung von Tyros mit Meleager treffen. Okay. Oh, die Folge ist gleich zu Ende, sehe ich gerade. Aber das machen wir noch kurz und dann würde ich sagen, ja, haben wir es schon wieder geschafft hier. Okay, hi, Meleager. Wir sind da. Wohin soll ich gehen? Die Könige hier hoch. So, hi. Was macht die Belagerung, Meleager? Es sieht nicht gut aus, oh. Gebieter. Kriegsschiffe machen uns vor der Küste zu schaffen. Zerstört sie. Oder die Belagerung muss scheitern. In Antioch im Norden gibt es Schiffswerften. Vielleicht sollten wir sie nutzen. Hm? Ihr könnt mich oder einen anderen Feldherrn zum Herrscher über die Docks, die Stadt und selbst die Bürger dort machen. Hm. Okay, also nochmal zurück. Finden Sie einen Weg nach Tyros hinein. Zerstören Sie dann das Kapitol von Tyros. Jo, schaut mal, wir haben Katapulte. Wie geil. Gut, Leute. Meleager, der kann am besten hier hoch.
Der kann am besten hier hoch. An die Säbel und Angriff. Genau. Und dann würde ich mal sagen, Leute. Jo, haben wir es schon wieder geschafft hier. Ich sehe gerade, wie überziehen. ja, wenn euch die Folge hier gefallen hat, Leute, dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.